Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Ankündigungsvideo der Popcorn Guys. Ihr wisst ja bestimmt, es gibt zahlreiche Filmpreise, die Golden Globes, die Oscars, die MTV Movie Awards. Aber das ist jetzt alles nicht mehr wichtig, weil jetzt sind wir zurück mit dem wichtigsten und, sagen wir es ganz ehrlich, relevantesten Filmpreis, den es gibt. Denn wir, das sind Flo und ich und ihr auch, das erklären wir später, warum ihr auch gemeint seid, wir alle zusammen verleihen den Golden Popcorn Guy. Ja, es hat etwas länger gedauert, bis wir wieder diesen Preis verleihen. Uns ist nämlich eine globale Pandemie dazwischen gekommen und im Jahr 2020 haben wir uns überlegt, ja, haben wir überhaupt genug Kinomaterial, um so eine Preisverleihung durchziehen zu können. Wir haben uns entschieden, es reicht nicht ganz und deswegen ist nun diese Preisverleihung eine Zusammenführung der Kinojahre 2020-2021. Genau so ist es. Der Grund, warum nicht nur wir beide diesen Preis verleihen, sondern auch ihr mit uns ist, weil wir euch jetzt eine Reihe von Nominierten präsentieren möchten, die ihr dann wählen könnt. Also alle Kategorien bis auf eine einzige spezielle stehen zur Wahl und so wollen wir euch jetzt in kurzer Hand vorstellen, in welchen Kategorien wir einen Preis verleihen und wer in diesem Jahr die Nominierten sind. Und ich mache gleich den Anfang mit unserer Sonderkategorie Beste Serie 2020 und 2021. Und hier haben wir folgende Serienstaffeln nominiert. Zum einen die dritte Staffel von Dark, diese deutsche Netflix-Serie. Die Discounter, Better Call Saul, die fünfte Staffel. Mare of Easttown, die Miniserie von HBO. Die erste Staffel Kalifat. Die dritte Staffel Miracle Workers, die Miniserie Unorthodox. Die erste Staffel von Arcane League of Legends, die dritte Staffel Afterlife und die Miniserie Midnight Mass. Die nächste Kategorie, bestes Kostüm und Maske. Hier sind unsere Nominierten Dune, 1917, Last Night in Soho, Little Women und The Last Duel. Es geht weiter mit der Kategorie Beste Effekte. Und hier sind von uns nominiert worden 1917, The Witcher Nightmare of the Wolf, Das letzte Land, Tenet und Dune. Beste Umsetzung einer Vorlage lautet die nächste Kategorie mit den Nominierten The Father, Der Fall Richard Jewell, Jallikattu, Zorn der Bestien, Vergiftete Wahrheit und Dune. Das wiederum beste Originaldrehbuch wird gekürt unter den Nominierten Sound of Metal, Pick, Helden der Wahrscheinlichkeit, Promising Young Woman und Der Rausch. Ja, für beste Kamera und Schnitt sind nominiert Spree, Bo Burnham Inside, Last Night in Soho, Dune und 1917. Den goldenen Popcorn Guy für die beste Filmmusik könnte gewinnen Promising Young Woman, Minari, Last Night in Soho, Bo Burnham Inside und Dune. In der Kategorie Bester Nebendarsteller haben sich versammelt Peter Kurt in Nebenan, Taika Waititi in Jojo Rabbit, Paul Rucci in Sound of Metal, Nicolas Breaux, Helden der Wahrscheinlichkeit und Robert Pattinson in The Devil All the Time. Als beste Nebendarstellerin haben wir nominiert Rebecca Ferguson in Dune, Scarlett Johansson in Jojo Rabbit, Joon Shea-Chong in Minari, Olivia Colman in The Father und Anya Taylor-Joy in Last Night in Soho.
Bei den besten Hauptdarstellern haben wir Anthony Hopkins in The Father, Mads Mikkelsen in Der Rausch, Mark Ruffalo in Vergiftete Wahrheit, Nicolas Cage in Pig und Riz Ahmed in Sound of Metal. Als beste Hauptdarstellerin haben wir wiederum nominiert Rosamund Pike in I Care a Lot, Thomasin McKenzie in Last Night in Soho, Kate Winslet in Ammonite, Zendaya in Malcolm and Marie und Carey Mulligan in Promising Young Woman. Bei den Regisseuren und ja, es sind doch nur Regisseure, genau. Hier haben sie versammelt Bo Burnham für Bo Burnham Inside, Thomas Vinterberg in Der Rausch, Edgar Wright, Last Night in Soho, Florian Zeller, The Father und Denis Villeneuve, Dune. Ja, und schließlich die letzte und möglicherweise wichtigste Kategorie, die Auswahl des besten Films. Diesmal wieder mit einer etwas größeren Anzahl an Nominierten. Wir haben nominiert Der Rausch, Promising Young Woman, The Father, Dune, Last Night in Soho, Bo Burnham Inside, Pick, Der Fall Richard Jewell, Helden der Wahrscheinlichkeit und Vergiftete Wahrheit. Ja, das sind sie also, die Nominierten für die Kino- und Serienjahre 2020-2021. Wie gesagt, wir nominieren, ihr entscheidet. Der Golden Popcorn Guy ist ein sehr demokratischer Filmpreis. Und ihr habt ja einige Tage, einige Wochen Zeit, bis ja, ungefähr Mitte April vermutlich, um eure Stimmen abzugeben. Und dann werden wir die Gewinner und Gewinnerinnen vermutlich auch im Rahmen eines Videos veröffentlichen. Genau so ist es. Deswegen bitten wir euch fleißig abzustimmen auf unserem Blog. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über viele Teilnehmende und vor allem auch über viele, die dann an der Preisverleihung selbst teilnehmen. Ja. Dann sehen wir uns in ein paar Wochen, wenn es heißt, der Golden Popcorn Guy geht an. Ja. Genau so ist es. Bis dann, viel Spaß. Ciao. Bis dann, ciao.